Und so verrückt wie dieses Jahr war, mindestens so verrückt ist dieses Making-of. Denn ich wollte mich ehrlicherweise nicht entscheiden, ob ich euch hier nur die Lacher und Pannen präsentiere oder nicht auch ein kleines Best-of oder Think-Tank dabei entwickle. Und so findest du jetzt in diesem Making-of so ziemlich alles wild gemischt und sei dir sicher, es sind Dinge zusammengemischt, die ursprünglich so niemand in dieser Art oder in dieser Reihenfolge gesagt hat. Viel Spaß dabei und ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten. Herzlich willkommen im Die Neuen Helden Adventskalender. Und das war die Post im Moment. Hat's geklingelt? Da haben wir doch schon unseren ersten Blooper. Kannst du mich noch hören? Hören kann ich dich noch. Ja, also das würde für die Aufnahme würde es noch reichen. Jetzt wieder. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe eine Internet-Instabilität. Ich würde bloß so einen kurzen Trailer, dass ich schon mal so einen kurzen Trailer einstellen kann in Instagram heute, Podcast, Neue Helden mit Theresa. Ich war dabei, weißt du? Bitte beantragen Sie die Erlaubnis zur Aufzeichnung. Kurz noch technisch, mir ist mein externes Mikro abgekackt letzte Woche. Hörst du mich gut oder soll ich lieber mit Telefon-Guthörer? Ich mache mein Wasserglas nochmal voll, ja. Dann kommen die besten Versprecher kommen dann rein, oder? Okay, genau. Cool. Schau ich mal, was ich heute so produziere. Ja, genau, du kannst alles rauslassen. Ja, okay. Ja, erzähl mal, wie läuft das jetzt ab? Ich muss mich übrigens mal ausziehen, mir ist jetzt schon ganz warm vor Aufregung. Eigentlich kommt jetzt die Post. Es ist wie 2:30. Trau mich gar nicht anzumachen. Wie gesagt, das ist der einzige Unterschied. I love it. Und derjenige, der sich um unseren Garten kümmert, der ist neu und der bringt immer so ein, also der macht alles mit Maschinen. Ne? Egal, ob der Unkraut zupft oder irgendwie Laub wegmacht, der hat alles irgendwelche Maschinen, wo ein Motor dran hängt. Gott sei Dank ist der heute nicht da, weil ich bin hier im Homeoffice. Und das Gequietsche hört sich an wie Pfurzen. Vielleicht. Ulrike, das kommt raus. Apropos Klingeln, bei mir ist gerade die Post angekommen. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ja. Nicht wahr. Oh, diese Woche ist eine Bäh. Ich habe eine Mimimi-Woche. Ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt rausschneiden. So richtig mal tief einatmen. Mit einem Seufzer ausatmen. So we will get out of the self-isolation to take a test on Thursday, which is right on time to go into lockdown. Ich sitze in Ringsburg. Niemals bitte den blauen Himmel erwähnen. Wobei wir sitzen hier im Nebel seit gefühlt 8 Wochen. Oh Gott, seit 8 Wochen, das ist hart. There was never a reason to go there. Yeah, there's no reason to come here unless you live here, but they have a few like wine festivals, I suppose. Or... Oh Jesus. Das ist schon ziemlich lang, ja. Oh lala. Ja, ja, aber da kann Frau Schneider wieder ein bisschen was machen. Ja. Ja, bitte. Wie viele Leute hören das denn eigentlich? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Das wird die nächsten Jahre online sein. Ja. Also gefühlt für immer. Ach, super. Und jetzt schön langsam werde ich nervös. Wie geht's dir damit? Mhm. Ja, also jetzt würde ich gerne ein bisschen schweigen, ehrlich gesagt. Die haben sich gefreut. Die haben sich tierisch gefreut. Wir alle haben uns gefreut. Wir Lehrer haben uns gefreut, endlich wieder Menschen vor uns zu sehen, Kinder. Und die Kinder waren so dankbar und haben sich gefreut. Da war überhaupt kein Gemotze mehr oder das Infragestellen. Eltern haben sich gefreut. Also und man sagt ja auch, Lachen ist die beste Medizin. Ja. Oh Gott, da wird aus Mimimi. Yeah, yeah, yeah. So yeah. Und zack. Völlig andere Stimmung. So schnell kann es gehen. Sollen wir dich wieder runterholen oder bleiben wir mal yeah, yeah, yeah? Ja, nee, wir bleiben mal beim yeah, yeah, yeah. Das ist gut so. Du bist Türsteher von einem Adventskalender-Türchen. Da lasse ich keinen rein. Oh. Ja, es gibt 3 Renditen. Ja. Es gibt die ökonomische, also finanziell. Es gibt die ökologische. Und es gibt die soziale. Und welche meinst du denn? Und wir bedienen alle 3. Hier kriegst du 3-fach Rendite.
Aber ich habe auch noch eine Steuer abzugeben. Also es ist mal. Das sind noch richtig schöne Sachen. Oh. Ich glaube, jeder Mensch möchte geachtet werden oder beachtet werden oder gesehen werden oder gehört werden. Das steckt ja hinter diesem ganzen erfolgreich sein, glaube ich, dahinter. Okay, aber ja, heute habe ich mich jetzt nicht so fest gemacht. Muss ich sagen. Ach komm, du bist immer fest. Das sind einfach die furchtbarsten Bilder, die ich überhaupt jemals gesehen habe. So, mein Mann hat auch gesagt, also da haben sie richtig hässlich gemacht. Und dann sind wir damals in die erste Halle reingelaufen und dann standen rechts 10 Traktoren, auf der linken Seite standen 10 LKWs und überall hängen junge Leute dran und werkeln. Ja, das sind die Schwerlastmechatroniker und das sind die Landwirtschaftsmechatroniker und die haben dann hier ihre Aufgaben. Die Dinge, die du angesprochen hast, die sind für mich so selbstverständlich und das war gerade ein schönes Beispiel, wie toll das eigentlich ist, auch ein Handwerksunternehmen zu haben, was wir leisten, was wir auch für die Gesellschaft leisten. Das ist einem ja selbst immer gar nicht so bewusst. Das klingt zwar ein bisschen krass, aber ich finde halt, Krankenpflege ist ja irgendwie gefühlt nicht mehr so viel wert, so oft wie ich schon gehört habe, boah, das könnte ich nicht. Leute den Hintern abwischen und so, was ich schon immer eine ganz furchtbare Aussage finde. Das ist nicht mein Hauptbusiness. Grundschullehrer ist der Beruf, wo alle denken, mitreden zu können. Du würdest doch nie würde doch jemand kommen und zu einem Arzt gehen und sagen, also ich habe da in der Zeitung gelesen, ich finde, sie müssten das jetzt so und so machen. Aber bei der Grundschule, jeder war mal in der Grundschule und aufgrund dessen meint jeder mitreden zu können, wie das ist. Ja, oder vielleicht, weil die allermeisten die Themen der Hausaufgaben gerade noch verstehen. Und manchmal gibt es jetzt auch Eltern, die sagen, ich check's nicht mehr. Und das haben wir jetzt beim Hybrid und also das haben wir jetzt genau bei dem digitalen Unterricht mitgekriegt. Das war für mich, das war nicht Schadenfreude, sondern das war für mich so wichtig, dass Eltern eingestanden haben, boah, wie machen sie das? Wie schaffen sie das nur? Ja, wir machen das hauptberuflich, weißt du. Ja, genau, merke ich. Ihr könnt das wahrscheinlich auch. Ja, also mein Freund, der war letztes Jahr das erste Mal mit bei der Ernte und hat gemeint, nach dieser Erfahrung würde er sogar 100 Euro der Liter zahlen. Und habe, wie gesagt, einen ganz neuen Respekt, weil wenn man dann selber ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern aufbaut, merkt man plötzlich, dass das alles nicht so einfach ist. In Norddeutschland habe ich mal eine Variante gehört, du wirst alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. Adventkalender, der hat die kleine Schokolade im Adventkalender, wo er sagt, hey super, one learning a day. Und wenn man diesen Mindset sich schafft, dann ist auf einmal so viel Lernmöglichkeit da. Und das finde ich was total Schönes. Wenn ich sage, one improvement a day, ich habe jeden Tag, und wenn es nur eine winzig kleine Verbesserung ist, ich verbessert laufend was. Wenn man das hochrechnet, 365 Verbesserungen im Jahr, wenn ich dann auf eine Firma hochrechne, das hat für mich enorme Power, so vom Mindset her. Ja, ich glaube, man muss sich einfach trauen, man muss Mut haben, das einfach mal auszuprobieren. Ich denke, niemand ist jetzt zur Führungskraft geboren, aber ich glaube, jeder wächst in sowas hinein. Und das Ding ist, dass Patienten selber die Fortschritte immer nicht so schnell sehen wie Außenstehende. Und das denen aufzuzeigen und trotz allem, nee, das stimmt ja gar nicht, positiv zu bleiben und sagen, doch, das war super. Und selbst wenn es nur ich habe mit der Gabel mir ein bisschen Kartoffelbrei in den Mund geschoben ist. Und ich habe mich früher immer gewehrt, Gitarre, das habe ich mir immer die Finger gebrochen. Oh nee, will ich nicht. Ne? 4 Saiten ging gerade so, das war okay. Und jetzt stelle ich aber fest, wenn man mal über so eine Anfangsschwierigkeit drüber ist, dann hat man auf einmal wieder ein weites Feld, wo man denkt so, wow, das geht ja jetzt auf einmal wie geschnitten Brot, bis zu einem gewissen Punkt, da muss man da wieder drüber. Dann geht es wieder weiter und dann muss man da nochmal drüber hüpfen. Und für viele ist das Thema ja so Höchstleistung so ein bisschen, lass es mich ganz glatt sagen, ekelhaft. Weil Höchstleistung, es steckt ja immer Leistung drin. Du musst was leisten. Und das machen die meisten Leute ja schon am Tag. Versucht nicht mal irgendwie nur 2% besser zu werden, sondern versucht mal auf einmal 3000% besser zu werden. Und wenn man das machen will, dann muss man es ganz, ganz, ganz anders betrachten. Wenn du ein Talent hast, heißt das noch nicht, dass du das komplett als Stärke in dir hast. Es ist natürlich total wichtig, das zu erkennen. Und gleichzeitig musst du natürlich trotzdem üben. Also dein Talent letztendlich zu einer Stärke ausbauen.
let's say 10 tenses and there are 12. You won't say, I know 10 tenses. You will say, I don't know two, right? That's what we do, right? Or maybe you are the number one, the number two of the company out of 10. You won't say, I'm above 9 people. You will think I'm below one. Sondern wenn wir es schaffen, wirklich die Stärken hochzuheben, auch bei den Mitarbeitern und zu sagen, Mensch, das ist genau dein Ding, werd da mal Experte drin oder bild dich da mal tiefer aus, ja, toll. Da habe ich die Energie aber nicht verbraten für diese Schwächendiskussion. 97% wahrscheinlich eines jeden Menschen sind Schwächen. Will ich da jetzt meine Energie drauf lenken oder will ich sagen, Mensch, hey, die 3 Punkte, die 3%, da wo du wirklich brillieren kannst, wo du nach vorne gehen kannst und dann schließt sich der Kreis zum Thema Sichtbarkeit. Weil dann haben wir kein Thema damit, nach vorne zu gehen. Um uns zu verstehen, also wir zwei, dass wir uns verstehen, brauchen wir irgendwie gleiche Begriffe. Und die Begriffe, das meine ich, Begriff ist immer was Denken, Rationales. Und damit geht aber auch ganz schön viel verloren. Weil in dem Augenblick, wo ich es jetzt schon so, zack, jetzt ist es halt auch so eingemauert. Ich meine, vielleicht kennst du das, manchmal hat man was auch ausgesprochen und dann ist es, dann liegt es da schon. Und, oh nee, das war gar nicht das Wort. Du bist für dein Denken, Fühlen und Handeln selbst verantwortlich und für die Konsequenzen daraus. Was ist mir wichtig? Wozu bin ich da? Was will ich hier kreieren und gestalten? Und wir wissen ja alle, da wo ich meine Aufmerksamkeit hintue, da wächst es. Wenn ich meine Aufmerksamkeit richte auf, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, dann fängt das an zu wachsen. Und da hatte ich eigentlich eher so eine, so, ja, wirklich wie so eine Trotzphase, wo ich gesagt habe, Leute, warum kann ich nicht einfach eine Ausbildung machen? Warum ist nicht einfach eine Ausbildung möglich? Und Mama und Papa haben mich wirklich angeguckt und haben so gesagt, so, du hast noch nie gesagt, dass Ausbildung eine Option ist. Und wir haben nie gesagt, dass es keine Option ist. Wenn man die Klarheit darüber hat, was man sucht und wer man braucht, was aus meiner Erfahrung nicht allzu häufig da ist, wenn man es wirklich konkret auf den Punkt formuliert und sagt, pass auf, dir das und das Ziel, ich würde dich gern gewinnen als Partner, als Supporter, als Challenger. In den meisten Fällen gibt es ein Ja. Das Entscheidende ist an der Stelle, es funktioniert dann, wenn du es schaffst, einen Mehrwert auch für den anderen zu generieren. Das hört sich jetzt zwar eingebildet an, aber ich bin für mich hier natürlich die Norm. Ja, also ich bin sozusagen Norm wie normal. Ich bin sozusagen der Null. Ja, und alles, was ich mache, ist ja völlig, völlig klar und völlig normal und völlig selbstverständlich. Wenn jemand anderes was anderes macht, ist das für mich großartig. Mein Selbstverständnis war, ich werde Kindergärtner. Warum? Weil ich damals schon so unterwegs war, dass ich dachte, also wir müssen diese Welt irgendwie besser machen. Diese Kindergärten, also schon von Kindern, die dann Bilder gemalt haben aus Dankbarkeit, was natürlich schön ist, weil die Mama eben wieder nach Hause gekommen ist. Über Karten, die wir immer noch bekommen zu Weihnachten oder zu Ostern, so als, hey, wir denken noch an euch und die Zeit war hart, aber schön. Und Grüße und solche Sachen, das ist natürlich schon schön. Ne, bei Komplimenten das Gleiche. Ja, jemand macht dir ein Kompliment, sagt, Mensch, exzellente Arbeit, toll erledigt. Und dann, ja, also so toll war es auch wieder nicht. Und dann haben mir ja auch 3 Leute geholfen und so weiter. Ganz ehrlich, mal in diesem Moment einfach mal den Mund halten und sagen, Dankeschön, war viel Arbeit. Wir haben eine große Zuchtveranstaltung im Jahr. Das ist die sogenannte Hengstkörung. Und die haben wir eben in diesem Jahr zum ersten Mal per Livestream ins Internet übertragen. Ich denke, dass der Grundschullehramtsberuf viel, viel vielfältiger ist. Überleg mal, du bist ein Generalist auf allen Gebieten. Ich weiß mittlerweile alles über die Feuerwehr. Ich weiß alles über Verbrennungsdreiecke. Ich kann dir sämtliche Laubbäume und Nadelbäume runterrattern. Ich kann dir die Funktionen des Auges und Ohren im Detail sagen. Ich weiß, was ich meine? Dieses ganze Spektrum. Die Syntax im Deutschen. Die macht mich ganz nervös, die Sprache. Mir klar, ich will auf jeden Fall was machen, womit man die Welt besser machen kann. Neue Helden heißt für mich nur, dass die nicht unbedingt sich irgendwo auf den Podest stellen und sagen, hey, guck mal, wie toll, wie bin ich. Ne? Neuer Held ist für mich einfach, der in dieser Welt Verantwortung übernimmt, auch dann, wenn es echt mal kein Ponyhof ist. Und das heißt, neuer Held ist nicht unbedingt junger Held. Hier hören Leute zu zwischen 25 und 55.
So, sagen Sie es so, genau. Jeder, der auch sagt, okay, ich möchte irgendwas bewegen und möchte vielleicht in meinem Arbeitsalltag auch andere mitreißen und glücklich machen, ist für mich ein Held. Ich glaube, man muss nicht irgendwie vortäuschen, irgendwas zu sein, was man vielleicht in Büchern gelesen hat oder was man meint, dass man als Führungskraft tun muss, sondern man sollte einfach nur selbst sein, also wirklich jemand sein, der authentisch ist und das widerspiegelt. Ich glaube, wenn man das Herz am richtigen Fleck hat, so wie Sie sagen, und einfach offen und ehrlich ist, dann glaube ich, dann ist man schon gut gerüstet für eine Führungskraft. Und dann schaue ich mich um in dieser Tech-Welt und denke mir, wo sind denn alle Frauen? Ja, da sind einfach viel zu wenige Frauen und ich denke mir, Mensch, ja, ihr habt so viel drauf, ihr habt studiert, ihr habt ein unglaubliches Wissen angesammelt. Warum seid ihr nicht hier genau da, wo wir die Zukunft definieren können, wo wir Werte gemeinsam definieren können? Weil so eine künstliche Intelligenz, die handelt ja nicht aus Eigeninteresse, sondern autonomes Fahren und in Unfallsituationen, da steht ein SUV und dann ein Baum und ein Kleinwagen. Und SUV sagt, okay, ich muss meinen Insassen retten, also fahre ich in Kleinwagen, weil der Baum macht mehr Schaden. Ethischen Fragen. Computer verstehen aber keine Ethik. Egal, was man mit Technologie macht, immer bitte die ethische Verantwortung mit. Ein Kind ist, wenn du es kokett sagen willst, zum Beispiel auch die Visitenkarte der Eltern. Denn es strahlt genau das aus, was es 5 Jahre vorher erlebt hat. Ja? Die Normen, mit denen es klarkommen muss, die Erziehungsgrundsätze, wie wird erzogen, wie wird mit Sprache, mit Vorlesen umgegangen, wie wird gefördert. Gerade als Maler kommt man in Bereiche rein von Kunden, wo sonst nur eigentlich die Familie oder der engste Freundeskreis Zutritt hat. Und das finde ich super spannend, dass wir da eigentlich Einlass bekommen und so ein bisschen reinschnuppern dürfen, wie wohnt denn jemand? Und ich bin ein totaler Fan von Wohnen und Wohnstilen und so. Und deswegen freue ich mich immer, wenn dann die Tür aufgeht und man hat sich ja so ein Bild, man kriegt ja immer nur einen Namen und eine Adresse und irgendwie macht man sich so ein Bild und dann geht die Tür auf und dann wird es entweder bestätigt oder ist sowas ganz anderes. Und manchmal denkt man sich so, ach nee, so möchte ich nicht wohnen. Und dann gibt es wieder andere Sachen, wo man denkt so, boah, das ist es. Die Kindheit ist eine Phase, wo wir geprägt werden, wo so Überzeugungen in uns verankert werden. Das heißt, Überzeugung auch, wie wir kriegen mit, dass, keine Ahnung, unsere Eltern sich ständig angestrengt haben, um finanziell den Kopf über Wasser zu halten. Und daraus lernen wir als Kind dann, hey, ich muss mich immer anstrengen, um Geld zu verdienen. Und da muss ich ehrlich sagen, hoffe ich natürlich, dass meine Texte das Gleiche machen, wie andere Texte bei mir gemacht haben. Dass vielleicht irgendjemand das liest und mal ganz kurz dem Atem stoppt und sich denkt, okay, verdammt, klingt gut. Das Olivenöl ist so einzigartig wie jeder Mensch auch. Und nur weil es der Masse schmeckt, heißt es noch lange nicht, dass es einem selber persönlich schmecken muss. Ah, das heißt also, man müsste eigentlich wahrscheinlich Olivenöl so testen wie Wein, um dann irgendwann zu sagen, das ist meine Region, das ist meine Qualität oder das ist meine... Dann kann man das erzählen wie eine logisch aufeinanderfolgende Chronologie. Für die neuen Helden müssen wir aber offen sein an der Stelle. Das ist es einfach nicht. Mein Lebenslauf würde man eher als gebrochen bezeichnen. Und wenn man so ehrliche Lebensläufe anguckt, also nicht die geschriebenen, sondern die von Menschen bei 2 Gläsern Wein erzählten, dann kenne ich nur Gebrochene, ehrlicherweise. Es gibt keine Übersetzung für Feierabend? Nein, das ist eine der interessantesten Wörter im Deutschen. Es gibt keine Übersetzung in vielen Sprachen für Feierabend. Im Italienischen auch nicht. Was sagt der Italiener, wenn er nach Hause geht? Vado a casa. Am Ende ist es so, das ist wie mit einem Verwandtenbesuch. Das ist, pass auf, es kommt. Ich bin immer so ein bisschen, oh, müssen wir da schon wieder hinfahren? Und ich habe eigentlich so gar keine richtige Lust, weil ich würde jetzt viel lieber gerne auf der Couch liegen oder sowas in der Art. Jetzt könnte ich tatsächlich auch noch ein Stündchen dranhängen. Hat Spaß gemacht und wir sollten mal wieder singen gehen. Und nur diese Musik bringt dich nachher zum Heulen. Diese Mächte, die dort angesetzt werden, haben wir alle selber in uns. Musik